So, ich bin jetzt hier am Salar del Juni. Hier ist eine Memorialtafel aufgebaut von verunglückten Israelis und Japanern, Bolivianern. 2008 ist ein Unfall passiert. Es ist Wasser, gibt es vielleicht noch eine andere Zufahrt, aber ich bin alleine. Mein Moped springt nicht mehr an, wenn ich es ausmache, muss es also anschieben. Gestern keinerlei Probleme, die letzten Wochen überhaupt. Auf großer Höhe, sprang immer einwandfrei an. Gestern habe ich es wieder über alles gelobt, keine Probleme. Und heute Morgen, Magnetschalter, klick, klick, klick beim Starten. Jetzt bin ich eine Stunde gefahren, Batterie müsste eigentlich geladen sein, es macht trotzdem nur klick, klick, klick. Ich musste also anschieben. Ich habe mal Magnetschalter geguckt, Kabel, das Minuskabel weiß ich nicht. Ich musste also wieder zurück und gucken, was damit los ist. Da kommen die ganzen Vorwheel-Drives und hier wird auch Salz abgebaut. Kommen alles zurück. Das Elster wird voll auf Salz. So ein Schwenk, schade. Kilometer breit und 134 lang oder so, oder umgekehrt. Schon halbe Felgentiefe.